Heute ist ein großartiger Tag zwischen Heidelberg und der Stadt Peking. Wegen dieser Veranstaltung wurden ja 4 Rahmenverträge unterzeichnet. In Heidelberg wird zum Beispiel eine China Silicon Valley, Germany Technology Center gegründet. Ja. Ebenfalls, ja, die zweite Vereinbarung ist über die Gründung einer Sino-German Crafts Master Training Center. Die dritte ist China Private Equity. Ja, die gründen eine Niederlassung in Heidelberg. Somit wird die Kooperation zwischen Heidelberg und Peking besiedelt. Ja. Wir gehen davon aus, durch Ansiedlung dieser 3 vertretenen Firmen werden in Zukunft eine Reihe von Firmen in Heidelberg ansiedeln. Ja, Heidelberg ist für Chinesen ein sehr romantischer Platz, aber heute lernen China immer mehr, ist nicht nur ein romantischer Platz, sondern ist ein Ort der Wissenschaft. Ja? Und Chinesen ist sehr von Heidelberg begeistert. Und dann die beiden Regierungen, ja, haben ja sehr, sehr viele fruchtbare Gespräche gehabt. Und der Bürgermeister, Herr Li, ja, legt sehr, sehr viel Wert auf diese Kooperation, weil die Großstrategie von China nennt sich Silk Road, ja, das heißt, hinaus in die Welt, das ist die Globalisierungsstrategie. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, ja, für die Realisierung der großen China-Strategie. Heute besonders der Professor Dr. Li Weiqun, der CEO, Sekretär von CAPE, China Association of Private Equity, hat uns besonders heute sehr viel diskutiert und geredet. Wir fühlen uns ganz geeiligt und dann haben wir unsere deutsche Freundin schon eingeladen, einen Besuch in Beijing zu führen, weil wir haben die enge Kombination zwischen Beijing und Heidelberg gesehen. 我要向大家介绍的我们特别重要的第二点，我们大家讨论的结果是资本在海德堡和中国的合作这个空间巨大。 Und wir haben einen riesigen Raum der Kooperation von deutscher und chinesischer Finanzierungsfirma schon gesehen. Natürlich auch das ein großes Raum der Entwicklung. 海德堡的人才、教育。 先进的科研机构，他们的技术的储备，应该说与我们有强烈的互补性。 Heidelberg hat so viele Vorteile, zum Beispiel Human Resources, Ausbildungen und auch Forschungsressourcen, und sie sind alle die Beste für die chinesische Partner. 所以，我们中关村发展集团，我们周总，还有我们百得利，我们那个。 这个周博士，是深刻的研究了海德堡的历史概况，深刻的研究了海德堡的技术优势，深刻的研究了海德堡跟北京的相关。 Und Dr. Zhou und Dr. Zhou von Dr. Songpo Zhou und Dr. Zhou Yunfan aus Zhongguancun Development Group haben sich auch sehr viele Research gemacht über Heidelberg und die Geschichte in Heidelberg. 所以我要告诉我们德国朋友的是什么？我们今天北京市政府代表团带到我们企业家代表团来的人物都是说了算的。Deshalb möchte ich herzlich sagen, dass heute hier die Anwesenden aus China, sie sind alle Number One und sie haben Recht, das zu sagen, dass wir möchten die Kooperation machen und durchführen. 所以一个在产业资本 市场、人才、政府都高度一致的投资价值观将会预造巨大的企业。 Und wenn wir sind sehr, sehr geeinigt über die Kooperation, dann natürlich erreichen wir in der ganzen Nahe diese sehr große Erfolg. 所以这个所有想到海德堡来投资的。
我们中国的企业家，还有好多海德堡的企业家愿意到中国去的，都应该借助我们今天这个桥梁，我们尽快的联系，我们尽快的走到一起，为推动啊，我们这个一个是德国的经济引擎，一个是亚洲的经济引擎，把这两个引擎连接在一起，北京这个啊七彩的桥梁将给世界一个完美的梦想。Also, als Wirtschaftsmotor der Europa Heidelberg und als Wirtschaftsmotor der Asien Beijing. Wir möchten heute diese ganz beste Chance nehmen und uns so schnell wie möglich alles realistisch und praktisch kooperieren. 所以我们基金界表态，我们一定要尽快的创新我们的投资模式，我们一定要创造全新的对中德科技园有利的投资模式，来服务于我们所有的中德合作的企业。Und wir als die Fachleute aus Finanzierungsfeld möchte ich heute sagen, dass wir werden so schnell wie möglich so viel Kreativität bringen zu unserer Kooperation. 所以我们诚挚地邀请海德堡的企业家快地访问中国啊，就像我们周博士的企业一样，在北京非常有名，做得非常好，你们都有这一天。Und jetzt möchte ich herzlich Sie einladen.Alle anwesenden deutschen Unternehmen zu unserer Stadt Beijing. Und sie werden alle wie Dr. Zhou, ein deutscher Bürger, auch eine erfolgreiche Karriere in Beijing und in China machen. 巨大的资本流、基金流集合在卡内河的两侧。推动我们双方企业的发展，在这个时代将会记于历史的一篇。历史的长河一定是今天我们所有在场的这些人见证。谢谢大家。Ich habe heute gesehen, dass es wird einen riesigen Capital Flow um Fluss Neckar geben und es wird ein Milestone für beide Seiten.我们也感到很惊讶，在如此短的时间内，大家讨论出了这么多丰硕的成果，而且都非常深刻。Kreative Milieu und Innovationsmilieus sind ein Thema, das mich auch wissenschaftlich sehr interessiert. 今天这次我们这次聚会的珍贵之处也在于，到场的各位都是业内顶级的专家或者顶级的企业家，以及我们那个最高级的官员们。他们能够借由本次机会相识、相聚、相知，也是对于我们来说很珍贵、很难得。So, ich kürze jetzt etwas ab. Wir haben jetzt noch zwei Programmpunkte. Als erstes würde ich gerne Ihnen vorstellen: Wir haben derzeit vier chinesische Unternehmen und Institutionen, die Interesse am Hightech, am chinesisch-deutschen Hightech.Hightech Park in Heidelberg haben. Können Sie vielleicht die nächste Grafik auflegen? 接下来让我们进入今天的第三个环节，签约和揭牌仪式。中德高科技对话论坛为促进北京与海德堡的务实合作提供了重要平台。通过中德双方签署进一步合作协议，将有力推动双方合作不断迈上新水平。当前，北京市正在加快建设全国科技创新中心，打造技术创新总部聚集地、科技成果交易核心区、全球高端创新中心及创新型人才聚集中心，努力成为国家自主创新重要源头和原始创新主要策源地。通过开发中德科教创新园项目，北京市将在开展中德双方科技创新合作和人才交流方面继续发挥引领作用。今天首批入驻海德堡中德科教创新园的企业及院校有中关村发展集团、北京城市学院、北京亦庄国际投资发展有限公司和中国股权投资基金协会。让我们首先对他们做个简单的介绍，他们是谁，他们来到海德堡准备做什么。我简单为大家介绍一下，首先是中关村发展集团。
2010年4月1日，中关村发展集团经北京市委市政府批准，在重组中关村国家自主创新示范区一区16园原有开发建设单位的基础上组建成立，是为进一步加快中关村国家自主创新示范区建设，加大市级统筹力度，运用市场化手段配置资源的国有大型企业。经过构建了产业投资、科技金融、园区发展、区域合作和海外业务五大业务体系。目前集团注册资本约28亿美元，共有发起人股东17家，下属控股参股子公司共35家，获3A 长期主体资信评级，总资产约142亿美元，净资产约37亿美元。Dieser Science Park wurde im April 2010 gegründet. Ist an die Stelle von 16 früheren Science Parks getreten, also passt das Ganze praktisch zusammen. Und im Moment sind ungefähr 2,8 Milliarden Dollar registriertes Kapital schon zur Verfügung. Es gibt 17 Shareholders und 35 Institutionen mit einem Total Asset von etwa 14,2 Milliarden Dollar und einem Net Asset von etwa 3,7 Milliarden Dollar. Die zweite Gruppe ist die Beijing City University. Ja gut, die mögliche Zusammenarbeit mit Heidelberg wäre Technologietransfer, Innovation, Austausch, die ganze Bandbreite sozusagen des Technologietransfers. 为了推动中关村国际化，集团积极布局海外，在全球范围内对接创新资源，加大力度挖掘引进具有前瞻性、颠覆性的，颠覆性的前沿技术和高端项目，目前已成立中关村硅谷创新中心、丹华基金、渥太华国际孵化中心、中乙国际技术创新合作转移中心以及赫尔辛基创新合作中心等。Der zweite Interessent ist die Beijing City University. Die wurde 1984 gegründet, hat etwa 20.000 Studierende und 1.800 Professoren und Dozenten. Schwerpunkt sind Marketing und praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge in etwa 100 Fachrichtungen. Diese Universität legt großen Wert auf praxisorientierte Forschung und arbeitet mit mehr als 1000 Unternehmen zusammen. Weltweite Kooperationen finden mit mehr als 50 Hochschulen statt, insbesondere mit Deutschland und auch vor allem Baden-Württemberg. 第二个合作伙伴是北京城市学院，它创建于1984年，开展以研究生、本科为主的学历教育，并招收国外留学生，在欧洲设立了海外校区。长期以来，学校坚持以市场为导向，以应用型人才培养为特色，重视实用性科学研究与社会服务，与1000余家著名企业建立了合作关系。学校积极开展国际交流，先后与50多所外国高校建立了校级合作关系，其中在德国与德国双元制大学艾森经济管理应用大学、卡尔斯鲁厄经济与技术应用大学等开展了创新实验班、学生交换等项目，并与德国巴登福登堡州教育部、部分行业协会等建立了良好的关系。学校设立理工、文法、财经、艺术、外语、管理、医药等学科门类100余个专业，全日制在校生20000余人，教工1800余名。 The dritte Interessent ist die Beijing E-Town International Investment and Development Corporation.Die sind vor allem interessiert in langfristigen Investments in sogenannte E-Towns, also Smart Cities, könnte man auch vielleicht der gängige Ausdruck, und sind vor allem auch in der Halbleiterindustrie sehr aktiv. Sie arbeiten zusammen mit Nextier Automotive, arbeiten mit Silicon Valley zusammen und haben ungefähr 22 Milliarden Yuan, das sind 3,4 Milliarden Dollar als Kapital.
北京亦庄国际投资发展有限公司创立于2009年2月， 是一家服务于北京亦庄产业转型升级和科技创新的国有投资公司。 亦庄国投充分结合政府资源与市场力量， 不断构建多元化产业投资平台， 全方位金融服务平台和创智型产业集聚基地。 Und der vierte Interessent, ist die China Private Equity Association CAPE. Das ist eine freiwillige Zusammenschluss von Non-Profit-Organisationen, die gemeinsam von privaten Equity Players organisiert werden. Diese Firma hat Niederlassungen in Silicon Valley, London, Frankfurt, Paris, Tel Aviv, Zürich und hilft in diesen Städten den chinesischen Unternehmen in diesen Ländern jeweils Fuß zu fassen. Und der nächste Plan wäre eben eine solche Niederlassung auch in Deutschland, also sprich in Heidelberg, zu eröffnen. 中国股权投资基金协会是由股权投资行业人士自愿联合发起成立的非盈利性社会团体法人机构。 CAPE在美国硅谷、英国伦敦、德国法兰克福、法国巴黎、以色列特拉维夫、瑞士苏黎世等地设立办事处、联络处，为中国企业走出去、跨境股权投资并购提供信息交互和项目落地等服务。 So, das ist zum letzten Programmpunkt. Zur feierlichen Unterzeichnung der ersten Vereinbarungen und Verträge. Insgesamt sind es 9 Vereinbarungen und Verträge, die heute Abend geschlossen werden. Als erstes wird der... Bitte. 这些优质的企业和院校本着中德友好精神，怀揣互利共赢的目标，来到海德堡，用他们的实际行动支持和促进德国工业 4.0和中国制造2025的深入对接。现在，让我们共同见证中德科教创新园一期中德科技大厦入驻框架协议的签署仪式。 In der ersten Runde, als erstes, wird also der Ansiedlungsvertrag des chinesisch-deutschen Heidelbergparks unterzeichnet. Und dazu darf ich Bürgermeister Li Xiang und den Herrn Bürgermeister Gerner auf das Podium bitten. 中方我们现在想真诚邀请驻法兰克福代表，驻法兰克福代办邢伟平先生，北京财政局局长李颖金先生，海淀区政府高级顾问崔树强先生上台见证。 接下来有请我们的签约方周松波博士，中德科技园区开发控股有限公司董事长和周云帆先生，中关村发展集团总经理上台签约。 Thank you.
北京亦庄国际投资发展有限公司的张建勋先生上台签约。 中关村发展集团总经理周云。
等会儿，因为那个扔足有点太高了，能平衡。二三。
好，好，好，来，老总，直接这么坐上，哎，对，笑，来，行吗？行，非常好。老朱，你这张一定要照好啊！哎呀，我一定非常，出汗了都。出汗了，哇，好，照上了，照好，照好。肯定肯定，先会挑给你们的。 Der chinesischen Delegation aus Beijing. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich denke, den ersten Teil dieses Sprichworts haben wir heute Nachmittag sehr gut erfüllt. Ja, Wir können auf ein erfolgreiches deutsch-chinesisches Hightech-Forum zurückblicken. 那么在那个高科技对话当中呢，我们这个成果比较丰硕。Und die Perspektiven, die an den diversen Diskussionstischen, an den diversen Diskussionsforen entwickelt wurden, sind wirklich vielversprechend. Ja，那么各个小组啊讨论的成果呢非常丰硕，所以呢这个可以以后呢进一步深化。 Ich hoffe und wünsche, dass viele, dass die meisten, ja im Idealfall, dass alle diese Ideen auch in die Tat umgesetzt werden können, im Geiste echter deutsch-chinesischer Partnerschaft. Und diese Partnerschaft, denke ich, ist mehr und ist größer als nur der gegenseitige wirtschaftliche Vorteil, den wir aus diesen gemeinsamen Projekten ziehen können. Diese Partnerschaft ist ein echter und wichtiger Beitrag zur Stärkung der deutsch-chinesischen Freundschaft und auf die deutsch-chinesische Freundschaft möchte ich meinen Toast ausbringen, möchte Sie bitten, das Glas zu erheben, möge die Freundschaft blühen und gedeihen mit vielen solchen Ideen und Vorhaben, wie wir sie heute besprochen haben. Sehr geehrter Bürgermeister Herr Werner, sehr geehrter Herr Hauweiping und liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend. 我想少占用点大家相互交流的时间和品味美食的时间，所以只讲三句话。 Ich versuche möglichst kurz zu sprechen, damit alle hier genug Zeit haben, das Abendessen zu genießen und miteinander gut zu kommunizieren. 第一句话是感谢海德堡市长今天晚上的盛宴。 Erstens bedanke ich mich sehr herzlich für das Abendessen und alle Vorbereitungen der Stadtregierung Heidelberg. 第二句话，我们今天的成果非常丰硕。
Und zweitens, es freut mich sehr, dass wir heute fruchtbare Ergebnisse erzielt haben. 第三句话，我们将继续努力，共同推进中德科技创新、中德教育培训，不断结出丰硕的果实。 Und schließlich werde ich weiter Bemühungen geben, damit wir die Zusammenarbeit im Bereich technischer Innovation sowie Ausbildung zwischen Deutschland und China voranzutreiben. Vielen Dank. Lassen wir uns das Glas geben und Prost. Dieses Gastgeschenk sehen Sie hier, den Künstler, der dieses Gastgeschenk entworfen hat, der ist auch hier, er wird es uns jetzt vorstellen. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, unter Ihnen hier zu sein. Im letzten Herbst war ich mit meiner Kunst eingeladen, in China auszustellen. Ich habe dort zwei Ausstellungen gehabt, in Sinan und in Taiwan. Und ich habe auch 5 Vorträge gehalten über Kunst und Kunsttheorien in Shanghai, in Sinan und in Taiwan. Also 5 Vorträge in 3 Universitäten. Und nun kommen meine chinesischen Freunde nach Heidelberg. Und dann wollte ich entsprechend ihre Höflichkeit und ihre Offenherzigkeit einigermaßen etwas Entsprechendes tun, was Entsprechendes zurückgeben von dem, was ich erhalten habe. Das? Ja, ja. Ich habe fast die Hälfte vergessen. Ja. Ich habe zwei Ausstellungen.今天我就是能够参与很荣幸，是吧？能够与大家一起这个叫什么共享这个叫做场面。那么我呢就是去年叫做秋天到中国去展出我的画展。那么我一共呢去过2次中国，一次台湾，一次济南。济南，台湾。 台湾就济南和台湾，那么我在中国呢也为中国的这个观众啊讲解了我的艺术，讲一些绘画艺术。那么一共做过的5场的报告，所以呢今天啊我非常高兴能够就是献给各位我们的中国朋友是吧？友好的中国朋友献上我的礼物。 Als mein Dank für die Höflichkeit und Offenheit für die Chinesen, da habe ich ein Bild jetzt gemalt für die chinesischen Freunde. Und中国人非常的友好，所以呢，为中国的礼节，对中国的友情，我要献上我的那个画，专门是给中国人画。Ja, das ist ein Bild von Heidelberg. Das ist ein Bild von Heidelberg, nach mir die schönste Stadt nördlich der Alpen. Ich habe von Heidelberg eine Herbststimmung ausgedacht und sie versucht, in Gemälde umzusetzen. Ich hoffe, dass Ihnen das Bild gefällt.
für so ein Bild sind notwendig Strahler direkt auf das Bild. Jetzt gibt es hier keine Strahler, aber ich denke, man hat so viel Vorstellung, dass man das Bild auch mit weniger Licht gut sehen kann. 那么我的画呢，主要如果有这个光，各种各样的光线射上去的话呢，它这个场景就比较壮观。希望呢，就是现在光线比较暗，希望大家也能够欣赏。 So, jetzt die Stunde 0. Ah, hier ist 0 Uhr. Das ist der Römer hier. Das ist Römer, ist ja. Das ist eine Herbststimmung. Das ist Also wir haben auch etwas geschenkt. Zwei Bürgermeister, etwas geschenkt und zwei Bürgermeister für den Künstler. Ja, das ist unser Bildband in meiner Ausstellung in China letztes Jahr. In drei Sprachen, Chinesisch, Deutsch und Englisch. Drei Weltsprachen. Man sagt, dass in 100 Jahren gibt es zwei Sprachen, Chinesisch und Englisch. 那么这个画册有三个语言，它说有德语、英语、中文，它这三个语言和以后会成为世界最重要的语言。我会认真的欣赏你的作品。Ja, er wird sich die Zeit nehmen, ihre Werke genau zu studieren. Ja. 是个议会，太不容易了。谢谢，马来就是这个。